Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Hell von Die Ärzte in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und zur Vinyl Edition, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hell von Die Ärzte, das Ganze am 23. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl Edition aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 13. Album der Band Die Ärzte. Wir haben hier eine Vinyl Edition in einem Buch. Das Ganze kommt hier wirklich in so einem gebundenen Buch. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und uns das dann im Detail ansehen. So, einmal hier auf der Seite aufschneiden. Und dann können wir hier wunderbar die Folie entfernen. So. Jawohl, also so sieht das aus. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug, den orangen Schriftzug Hell. Dann darunter die Ärzte. Und die drei Herrschaften sind hier dann auch abgebildet. Also Rod, Bela und Farin, alle drei hier mit am Start in Schwarz und Weiß. Die Augen, die sind hier etwas verstörend. Hier sehen wir keine Pupillen oder ähnliches. Hier ist wirklich nur Augenweiß zu sehen. Und generell so die Gesichtsausdrücke lassen meiner Meinung nach auf nichts Gutes schließen. Auf der Seite ist das Ganze dann hier so in Leinen, also hier gebunden. Hell, Die Ärzte, okay. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Die drei Herrschaften scheinen hier in diesem Wohnzimmer, auf diesem Teppich hier zu schweben. Also alle drei hier ohne Kontakt mit dem Boden. Auch hier wieder die Gesichter und das Augenweiß. Und hier haben wir dann noch die beteiligten Labels und Logos und natürlich einen Barcode. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen rein. Und zwar geht das Ganze hier los. Wir haben hier die erste Vinyl in diesem Buch. Die ist hier am Anfang in diesem Umschlag festgemacht. Hier haben wir dann auch noch einen Download-Code, den ihr dann gerne verwenden könnt. Schauen wir uns den auch nochmal an. Also dann schauen wir gleich mal die erste Vinyl an und schieben sie hier raus. So. Einmal. So sieht das aus. Also Vinyl Nummer 1. Wir haben hier die Tracks. 5 auf der A-Seite und 4 auf der B-Seite. Also 9 Tracks hier auf dieser Vinyl. Die ist klassisch in Schwarz gehalten. Machen wir wieder zurück in die dafür vorgesehene Hülle, in diesen Umschlag. So, und dann schauen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier dann eine orangene Seite mit dem Logo, mit dieser Knochenfrau. Dann gibt es hier Fotos, diverse Stiefel, die hier gerade anprobiert oder angezogen, ausgezogen werden. So, die Ärzte Hell. Und hier haben wir dann Fotos der Band, auch wieder in Schwarz und Weiß. Ja, es hat viele, viele Jahre gedauert, bis dieses Album rauskam. Das letzte Album der Ärzte ist ja schon echt lange her. Und jetzt, 2020 im Oktober, war es dann endlich soweit. So, hier haben wir dann die einzelnen Fotos verteilt, also alle drei nochmal zu sehen. Und dann haben wir hier auch die einzelnen Tracks mit Lyrics. So sieht das aus. Also schwarz-weiß-orange hier wirklich durchgehend im Artwork und Lyrics sowie auch weitere Fotos. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass dieser Stil jetzt hier beibehalten wird. Also wirklich das gesamte Buch hier mit Fotos und mit Lyrics. So ein bisschen ein Eindruck, was so hinter den Kulissen passiert ist, so zum Aufnahmeprozess des Albums. Warum spricht niemand über Gitarristen? Ich gehe auch davon aus, dass wir am Ende noch irgendwo eine Tracklist bekommen und auch irgendwie die Credits aufgelistet haben.
So, morgens pauken, das war ja eine der Vorab-Auskopplungen, also eine der Singles, die man per Video damals ausgekoppelt hat. So, Fotos ohne Ende. Hier nochmal die Herrschaften mit einem vierten Mann am Start. Dann das Ups, da habe ich das halt übersprungen. Clown aus dem Hospiz. Ich am Strand. So, und das war, glaube ich, auch noch eine der Vorab-Auskopplungen. True Romance. Einmal ein Bier. Ja, also ihr seht schon, hier gibt es eine Menge zu sehen. Unter anderem Bela und Roth und Farin hier beim, ja was ist das, Mensch, ärgere dich nicht, ist es nicht, bei einem Spiel, bei einem Brettspiel. Diverse Verstärker und Musikequipment. So, und dann sind wir bald am Ende angelangt. Also hier kann man auf jeden Fall viel Zeit damit verbringen, sich alles hier anzusehen und vor allem durchzulesen. Und am Ende sind wir angelangt. Genau, hier haben wir noch eine Fotocollage. Und genau, das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Das ist die Tracklist. Hier auch nochmal die Infos, wie das aufgeteilt ist auf die Vinyls. Also A, B, C und D. Wir haben hier auf der A 5, auf der B 4, auf der C 5 und auf der D wieder 4. Bedeutet, das sind dann insgesamt 18 Tracks. Genau, 9 plus 9. Dann hier die gesamten Credits noch. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Jawohl. Und ja, hier zum Abschluss gibt es dann auch noch eine Danksagung bzw. Grüße und sonstige Erwähnungen der einzelnen Mitglieder und noch eine leere Couch. Ja, hier auf der letzten Seite natürlich die zweite Vinyl. Schauen wir uns mal an. Auch die werden wir hier mal raus befördern. So, das ist die C-Seite mit 5 Tracks und dann die D-Seite mit 4 Tracks. Also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann sind es 9 auf der A, also 9 auf der ersten Vinyl und 9 auf der zweiten Vinyl. Dann machen wir auch die hier wieder zurück. 64 Seiten hat dieses Buch und zusätzlich, ihr habt es schon direkt am Anfang gesehen, hat man hier, wie es sich für eine richtige Vinyl Edition gehört, auch noch den Album-Download-Code beigelegt. Also, wenn ihr möchtet, wenn ihr schnell genug seid, dann könnt ihr hier bis Ende nächsten Jahres die MP3-Version hier kostenfrei runterladen mit diesem Code. Den schenke ich euch an dieser Stelle. Könnt ihr gerne machen. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal der eben gezeigte Zettel mit dem MP3-Download-Code. Dann natürlich das 64-seitige Fotobuch, dieses Artbook hier mit den ganzen Bildern, Lyrics, Credits, alles drin. Und natürlich die Doppelvinyl zum Album Hell. Ja, das alles in dieser wunderbaren Vinyl- bzw. Artbook-Edition. Hell von Die Ärzte. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. diesem Buch? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Die Ärzte unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.